Einen wunderschönen guten Tag. Hier ist Podcast von Sven Heidenreich und wir haben die Folge Nummer 460. Auch wieder mit dem Olympus. DM 720. Und ja, schön, dass ihr wieder zuhört. Ja, ich hatte vorhin gesagt 14.07., das stimmte natürlich nicht, sondern wir hatten oder haben immer noch den 14.06. oder ihr habt vielleicht inzwischen schon den 15. oder wie auch immer. Also auf jeden Fall war der Juni gemeint und nicht der Juli. Ja, also so weit vorproduzieren tue ich nicht, keine Sorge. Manchmal verspricht man sich einfach, ne? Ja, aber ich denke mal, das ist halt live, ne? Also das ist ja das, was ich an meinem Podcast schätze, also ich selber, ne, dass man sich auch mal versprechen kann. Und ja, ich meine, jeder, der das dann hört, weiß natürlich, nein, wir haben Juni und nicht Juli. Nicht, dass irgendjemand jetzt auf die Idee kommt, ach scheiße, wir haben schon Juli, habe ich was verpasst? Nein, alles gut, ich habe mich nur versprochen. Ja, gut, aber das ist menschlich, denke ich, und ja. Professionellen Podcaster passiert das wahrscheinlich nicht, aber gut, wir sind ja auch nicht professionell, sondern hobbymäßig so drauf. Ja, ich habe heute etwas gelesen bei iPhoneTricks.de. Ist übrigens eine schöne App, die gibt es umsonst und also und da ist ab und zu mal sind gute Sachen drin, manchmal auch Sachen, die sehr optisch sind, also die ich persönlich jetzt nicht brauche, aber es gibt auch manchmal ganz sinnvolle Artikel da drin. Und ich habe gerade etwas gelesen, was ich sehr, sehr, ja, cool finde. Und zwar hat Apple ab iOS 16, gibt Apple Entwicklern die Möglichkeit, eine Walkie-Talkie-Funktion einzuführen in jeweiligen Apps. Ja, was heißt das jetzt? Also ich habe es so verstanden. Ich sage jetzt einfach, wie ich es verstanden habe. Ja, also das bedeutet also ihr kennt es ja von... Ihr kennt es ja, dass man in manchen Apps halt wie WhatsApp, da hält man das den Button fest. Ne? Also man geht auf Sprachnachricht-Taste oder auf irgendeine Taste, hält die Taste fest und spricht dann so. Und bei der Walkie-Talkie-Funktion ist es so, dass das halt, während man da die Taste festhält und spricht, das Echtzeit, also in Echtzeit, beim anderen rüber gesendet wird. Ne? Also nicht wie bei der Sprachnachricht, die vorher aufgenommen wird und dann abgeschickt wird, sondern halt so. Und diese Möglichkeit hat Apple jetzt für andere Entwickler gegeben. Das bedeutet also, rein theoretisch könnte dann WhatsApp eine Funktion einführen, dass man neben der eigentlichen Sprachnachricht, die ihr ja alle kennt, auch so eine Walkie-Talkie-Funktion hättet. Ne? Also das heißt, wenn man jetzt meinetwegen der Freundin was auf die Schnelle sagen möchte, ne? Ja, meinetwegen ein schönes Ich liebe dich und man weiß, die Freundin ist gerade online und dann kann man das in Echtzeit tun und das ist natürlich eine schöne Funktion, finde ich. Also finde ich echt gut. Ja, es gibt ja ein paar Apps, die das jetzt schon irgendwie drauf haben. Oder beim iPhone gibt es, bei der Apple Watch gibt es ja auch so eine Walkie-Talkie-Funktion, aber die ist nicht besonders gut. Wenn aber Apple das jetzt als Entwicklerschnittstelle hat, dann ja, haben ja sämtliche Apps die Möglichkeit, also auch meinetwegen Facebook Messenger oder wie, vielleicht gibt es ja irgendwann auch in Facebook selber so eine Option oder ja, also sämtliche Apps könnten das dann einführen und finde ich eine sehr, sehr gute Lösung. Weil, wie gesagt, ich finde es auch cool, mal was in Echtzeit irgendwie zu machen und nicht immer dieses, ne, das könnte man ja zum Beispiel auch für einen Live-Podcast, also nur mal an einem Podcast gäbe es diese Funktion, ne? Gut, da muss man auch die Taste gedrückt halten, aber gut, vielleicht gibt es ja dann auch eine Funktion, dass man das einschalten kann, ja, beim Doppeltipp aktivieren und beim Doppeltipp deaktivieren, das wäre ja auch noch möglich. Ja, und das hieß ja dann, dass man so eine Echtzeit-Sachen machen kann. Ne? Und dann könnte man ja auch das so machen, dass man das halt nicht festhalten braucht. Aber derjenige kann das halt in Echtzeit hören. Ja, und das ist natürlich ein super Feature, finde ich. Ja, also ich hoffe, ihr habt das jetzt verstanden. Oder ich habe es einigermaßen gut erklärt.
Wenn nicht, den Artikel gibt es ja, wie gesagt, bei iPhoneTricks.de. Da kann man das zur Not ja noch nachlesen. Und ich finde das eine ziemlich gute Sache eigentlich. Weil, wie gesagt, dieses WhatsApp-Sprachnachrichten ist ja ganz schön und mache ich ja auch. Aber es gibt halt Momente, die will man natürlich per Echtzeit auch mitteilen. Ne? Und es gibt so... und es ist ja schön, wenn man sich eigentlich liebe dich immer wieder anhören kann. Aber wenn natürlich sowas auch in Echtzeit kommt und ja, ist es natürlich auch schön. Und ja, das ist ein gutes Feature, muss ich sagen. Also wenn das wirklich so hinhaut, dann ja, ist das wirklich eine schöne Sache. So, ich mache mir jetzt heute mal einen Tee. Genau. Denn Kaffee kann ich ja um die Zeit jetzt nicht mehr trinken. Also könnte ich schon, aber dann kann ich nicht schlafen. Gut, ich habe ja auch geschlafen, wäre also auch nicht so ein Problem. Aber ich sage mir jetzt einfach nein. Ich mache mir jetzt einfach mal einen Tee. Ja, muss auch mal sein. Ja, ist mal was anderes. Ich nehme die Pilze dafür den Wasserkocher natürlich. Habe jetzt einfach mein Becherchen aufgefüllt mit Wasser und habe den jetzt da reingekippt, damit ich auch die Menge nur habe. Hätte mir jetzt auch natürlich einen großen Becher machen können, aber warum eigentlich? So viel Tee möchte ich dann auch nicht trinken, also keine Riesenkanne jetzt. Aber was soll's. So, jetzt packen wir erstmal Teebeutel aus. Das finde ich immer ein bisschen mühsam. Ich mag diese einzeln verpackten Teebeutel nicht so. Gut, hat natürlich den großen Vorteil, dass sie einfach besser verpackt sind. Ja, ich nehme für mein Becherchen nehme ich 4 Teebeutel. Er muss ja auch noch was schmecken, ja? Also sollte auch nach Tee schmecken und nicht, ja? Ich muss ihn jetzt natürlich auch eine Weile ziehen lassen. Das ist das, was ich bei Tee immer ein bisschen nervig finde. Ja, braucht alles seine Zeit. Ein Kaffee, den so, da ist der zweite Teebeutel. Jetzt der dritte. Ja, Kaffee ist da einfach schneller gemacht, ne? Aber gut. Auf der anderen Seite, wir haben ja Zeit und der Podcast muss sich ja auch ein bisschen füllen. Also insofern ist das schon okay. Ja, mit dieser Walkie-Talkie-Funktion für Entwickler, das finde ich ganz gut, weil ja, ist mal wieder ein Schritt nach vorne von Apple. Und wenn ich dann vielleicht später mal eine Freundin habe, kann ich ihr dann schnell mal in Echtzeit ein Guten Nacht und ich liebe dich schicken und sie hört das gleich und muss, klar, Sprachnachricht kann man ihr ja trotzdem schicken, aber ist eine Möglichkeit, etwas auf die Schnelle jemanden mitzuteilen. Ja? Oder ich sag mal so Sachen wie, hallo, komme 5 Minuten später, kann man als Sprachnachricht versenden, ist aber als, ja, wenn man das natürlich mit der Walkie-Talkie-Funktion macht, auch sehr sinnvoll, denn sowas will man ja letztendlich gar nicht speichern. Und insofern, ja, eine gute Sache. Ja. Genau. 1, 2, 3 und die 4. Jetzt haben wir hier 4 Beutel, die ich hier habe. Und die mache ich jetzt hier rein. Genau. Und dann werde ich mal einfach das Papier wegschmeißen. Ja, ich habe mich entschieden, jetzt nochmal einen Podcast zu machen, eben weil ich auch mal abends wieder einen Podcast machen möchte. Und ja, ist ja auch letztendlich etwas ruhiger abends. Man hat mehr Zeit, ja. Und da ich sowieso nicht schlafen kann, ja, mein Gott.
Gut, wir brauchen jetzt natürlich auch noch Süßstoff. Na, obwohl, nö, den muss ich ja gar nicht reinmachen. Den kann ich ja später in die Tasse machen. Denn ich trinke meinen Tee aus der Tasse. So, das dürfte jetzt auch relativ schnell gehen, weil, ja, ich werde mal das Gerät hier ein bisschen richten. Weil ja nicht viel Wasser drin ist. Ich habe ja genauso viel Wasser reingemacht, wie jetzt für den Becher nötig ist. Ja. Genau, jetzt ist der Wasserkocher natürlich auch ausgegangen und so soll es ja auch sein. Ja, das ist jetzt ein bisschen heiß, aber gut. Wir gießen natürlich ganz langsam. Ja, und das ist immer noch ein Problem an Tee. Tee ist, also das Wasser ist halt so heiß, dass man sich halt sehr schnell verbrühen kann, auch wenn man jetzt nicht die Finger drin hat oder so. Weil ich habe zwar noch nicht so einen Füllanzeiger, aber selbst wenn ich den jetzt hätte, trotzdem kann man, muss man aufpassen, dass man jetzt nicht irgendwie blöd eingießt und sich die Finger verbrennt. Also das ist das Einzige, was ich an Tee machen immer noch ein bisschen, ja, nicht so schön finde. Deshalb bin ich eigentlich auch mehr der Kaffeetrinker, liegt einfach an der Praxis, sage ich jetzt mal. Ja. Und ja, wenn ich also eine Teemaschine hätte, falls es sowas überhaupt gibt, ich weiß es gar nicht. Ich weiß, dass man, wie gesagt, mit den Kaffeemaschinen auch Tee machen kann. Aber ich habe das noch nicht groß ausprobiert. Das Einzige, was ich mal gemacht habe, ist, ich habe einfach einen Teebeutel in die Tasse gelegt und habe dann Wasser durchlaufen lassen. Das Problem daran ist dann natürlich, dass der Tee nicht richtig zieht, weil ja die Kaffeemaschinen, also Senseo oder so, das Wasser wird halt nicht so warm da drin. Und deswegen, ja, ist vielleicht nicht so die optimale Lösung, aber wenn man jetzt schnell einen Tee machen will, und geht das natürlich auch, klar. Ja, wie ihr seht, es gibt immer mehrere Möglichkeiten. So, jetzt lasse ich den Tee einfach mal 10 Minuten ziehen. Ich könnte jetzt natürlich auch aus dem Becher trinken. Das ist also auch möglich, aber ja, mal gucken, wie ich das jetzt mache. Habe auf jeden Fall einen schönen vollen Becher jetzt und einen vollen Thermobecher Tee. Ja, werde mir auch angewöhnen, wieder abends einen Tee einfach zu trinken, einfach aus den Gründen, weil ich mir sage, okay, ich möchte abends ja auch mal einen Podcast machen und irgendwas da nebenbei tun. Und ja, Kaffee kann ich nun abends nicht trinken, weil, wie gesagt, dann trinke ich halt doch lieber einen schönen Tee. Und ja, so kann man sich es natürlich abwechselnd, ne? Also, dass man morgen, brauche ich einfach meinen Morgenkaffee, um in Schwung zu kommen. Das ist auf jeden Fall sicher. Ja. Und ja, das ist halt so. Ne? Ja, ansonsten muss ich sagen, war das heute ein ganz normaler Tag. Ne? Ich weiß. Wir haben es jetzt 22.14 Uhr. Ich habe vorhin viel geschlafen. Jetzt gehe ich aufs Klo. Das kann ich auch mal machen jetzt, während der Tee zieht. Lassen wir ihn einfach jetzt ein bisschen ziehen. Ja, 4 Beutel für so einen Thermobecher, das reicht auch. Ne? Also das klingt jetzt erstmal ein bisschen viel. Aber ja, er muss ja auch nach Tee schmecken. Wenn ihr jetzt zu wenig Teebeutel nehmt, also ich nehme auch für eine große Tasse, also für so einen Kaffeepot, wie ich es immer nenne, 2 Beutel. Normale Teetasse 1 Beutel, kennt ihr ja, ne? So eine ganz normale. Ne? Ja, und so sind die Maße halt einfach. Und ja, dass es halt auch noch was schmeckt. Ne? Es gibt Leute, die so ein bisschen auf Sparen machen, die sagen, naja, nicht so viel Teebeutel rein. Ja, aber dann sage ich mir immer, ja, aber das schmeckt dann halt zu sehr nach Wasser. Und man möchte ja auch so ein bisschen den vollen Teegeschmack haben, gerade wenn man einen exotischen Tee jetzt zum Beispiel hätte. Ich habe jetzt hier einfach Früchtetee. Aber ja,
dann sollte der Geschmack, das ist ja genauso wie beim Kaffee, es gibt Leute, die trinken halt sehr, sehr, sehr dünnen Kaffee, was ja auch okay ist, jeder hat einen anderen Geschmack. Ich bin ein Mensch, der, also ich mag das Intensive, ich bin jetzt kein Mensch, der sagt, Kaffee muss extrem stark sein oder sowas, um Gottes Willen, ja, man soll ja auch an seine Gesundheit denken, ne? Aber der Kaffee sollte schon so sein, dass man halt den Kaffeegeschmack immer rausschmeckt, sage ich jetzt mal. Also dass man halt weiß, man hat einen Kaffee. Also selbst wenn man vielleicht ein bisschen Zucker und Milch reinmacht, ne, oder Süßstoff, aber selbst dann sollte man noch den Kaffeegeschmack rausschmecken. Das ist mir einfach wichtig. Ne? Dieser Süßstoff soll ja nur so ein bisschen den Kaffee ansüßen, sage ich jetzt mal. Also wenn ich jetzt mal 2 bis 4 Süßstoff nehme, oder Zucker vielleicht auch so 2 Stücken oder 3 Stücken. Ja, dann soll das ja nur ansüßen und trotzdem soll ja der Geschmack des Kaffees gut schmecken sein. Und ja, das klappt mit den PET-Maschinen eigentlich ganz gut. Ne? Also ja, jetzt warte ich halt ein bisschen auf meinen Tee. Aber das ist halt jetzt auch der Grund, warum ich kein Teetrinker werde. Weil mich das einfach auf Dauer stören würde, dieses Warten. Ja. Ja, ich bin kein Freund von Warten. Also auch wenn, deswegen bin ich ja auch keiner, der groß Essen macht oder so. Weil ich sag mal, wenn ein anderer etwas macht und ich muss warten, das stört mich komischerweise überhaupt nicht. Ne? Aber wenn ich selber etwas mache und muss auch noch auf irgendeine Sache warten, die ich selber mache, das mag ich irgendwie. Also das ist das, was mir eigentlich nicht so gefällt, was ich nicht so gerne mache. Und deswegen, ja, gut. Aber gut, jeden das Seine. So hat jeder seine Eigenarten. Ne? Aber das mit dem Tee finde ich schon sehr nervend. Also gerade jetzt, wenn man so schön abends noch einen Tee trinken will, man muss halt diese 5 bis 10 Minuten irgendwie, bis der zieht, fragt man sich auch, ja, warum geht das eigentlich nicht schneller oder warum gibt es da keinen Trick irgendwie? Ja, ich weiß, jetzt könnte man sagen, die 10 Minuten kann man sich doch nehmen, hat man doch die Zeit. Ja, abends oder so ist es ja auch kein Problem. Aber wenn ich jetzt an morgens denke zum Beispiel, du willst schnell auf die Schnelle mal einen Tee trinken morgens, ist natürlich nicht drin. Ne? Also bei Kaffee ist es kein Problem. Du machst dir so einen PET-Kaffee oder so einen Kaffee mit einer anderen Maschine, der läuft durch, zack, und dann brauchst du nicht warten, kannst ihn gleich trinken. Ja. Und die Temperatur stimmt auch noch. Ne? Das ist, beim Tee ist es ja wieder das Problem, dass er zu heiß sein könnte. Ne? Aber gut, ja, das ist halt Tee. Ne? Tee ist, glaube ich, auch eher was für Genießer, sage ich jetzt mal. Ne? Also Tee trinken ist, glaube ich, wirklich dieses, ich setze mich hin und bei einer Tasse Tee und ja, da könnte man jetzt auch wieder so die Romantik aufbauen oder ja, also das ist wieder so für den Genießer, während Kaffee, ja, wir haben ja nicht umsonst Kaffee to go, so dieses, ja, ich mache mir mal kurz einen Becher Kaffee und nehme den mit und so. Ja, also Kaffee ist ja wirklich, hat sich ja wirklich zu einem Fast-Food-Getränk entwickelt, sage ich jetzt mal, und der Tee ist eher so der für Genießer. Also ich habe noch nie erlebt, dass jemand so auf die Schnelle gesagt hat, ich zieh mir mal jetzt einen Tee rein oder so. Ja, gut. Ist halt bei Tee so, ne? Ja, der zieht jetzt schön durch, hoffe ich. Ne? Ich habe jetzt auch alles zu. Wie gesagt, ich habe einen schönen vollen Becher gemacht. Und wie gesagt, ich könnte jetzt natürlich auch Süßstoff so reinmachen und aus dem Becher trinken. Mache ich auch meistens, wenn ich ihn zur Arbeit mitnehme. Dann tue ich das auch, aber ich sag mal, man kann sich natürlich auch eine Tasse hinstellen und dann ihn aus der Tasse trinken. Er wird natürlich dann auch etwas schneller kälter, ne? Weil ja, eine Thermotasse habe ich noch nicht. Ja. Wenn man krank ist, ist Tee natürlich eine sehr gute Option, gerade auch wenn man ihn in so einem Thermobecher dann hat, weil er dann echt lange warm bleibt, oder auch am besten noch eine Thermoskanne, habe ich ja hier auch meine große, auch schön aus Stahl, ne? Also ich finde diese Stahlkannen wirklich am besten,
Ich halte überhaupt nichts von diesen Glas-Thermoskannen, die gehen immer so schnell kaputt und da braucht man ja bloß, ne, und ich springe manchmal auch, also ich habe schon zwei, dreimal die Erfahrung gemacht mit Glaskannen, also mit die Thermoskannen, die mit Glas sind, dass die dann halt springen und dann hat man die ganzen Scherben da drin und das, ja, da finde ich diese Stahllösung oder was auch immer das ist, da drin, vor allen Dingen, die halten auch und es hält auch warm, also meine hält, glaube ich, bis zu, ich glaube, da stand irgendwas von 24 Stunden, also ob das jetzt wirklich 24 Stunden sind, sei mal dahingestellt, aber die halten halt auch wirklich, der Becher hier, glaube ich, wie lange hält der warm? 12 Stunden? Ich weiß es nicht. Es sind nur Schätzwerte, ja, also ich habe das nie gezählt oder sowas. Ja, Leute, Ja, eine schöne Folgenanzahl. Es ist noch kein direktes Jubiläum, aber trotzdem, man kann ja schon mal ein bisschen zurückblicken und sagen, ja, es ist wirklich schön. Wir gehen ja langsam auf das zweite Jahr Podcast von Sven Heidenreich zu. Ne? Also im Juli, 22. Juli, gibt es ja den Podcast 2 Jahre. Und 2020 habe ich angefangen. Und ich muss sagen, also was sich daraus entwickelt hat, mit allem drum und dran, muss ich sagen, bin ich wirklich sehr stolz. Auch auf die Leute, die mitwirken, ne? Auch die Leute, auch dass wir so eine schöne Gruppe haben. Und das ist wirklich wunderschön, wie sich das alles entwickelt hat. Und ich hoffe, dass in den nächsten Jahren, dass sich auch noch ein bisschen steigert, dass wir auch mal vielleicht Folgen machen können, die nicht nur bei mir zu Hause sind oder dass halt mal ein anderer dabei ist. Das würde ich mir halt für diesen Podcast wünschen. Aber ja gut. Solange ich halt hier sehr alleine bin, werde ich halt weiterhin meine Folgen hier machen. Und ja, irgendwo anders muss man ja immer gucken, ne? Dass keine Musik läuft und so eine Geschichte, ne? Das ist ja auch immer anstrengend. Ja, ansonsten, ja, bin ich mal gespannt, wie das alles so weitergeht, ne, mit dem Podcast. So, ich werde mal kurz gucken mit meinem Tee. Ich hoffe, dass er bald fertig ist. Ich will nämlich langsam Tee trinken. Also riechen tut er auf jeden Fall schon mal nach Früchtetee. Das ist schon mal wichtig, ja, der Geruch. Auch Teesorten riechen ja besonders gut. Warten wir noch, damit sich das noch ein bisschen zieht. Ja, sonst habe ich nichts groß zu berichten, außer dass jetzt mit der Walkie-Talkie-Funktion, die eingeführt wird für Entwickler, dass halt praktisch die Entwickler Möglichkeiten haben, in Apps diese Walkie-Talkie-Funktion einzuführen, diese Push-to-Talk-Sache. Ja, finde ich ganz gut. Ansonsten, so Neuigkeiten gibt es momentan nicht. Ich bin auf jeden Fall auf iOS 16 gespannt im September, denn da habe ich ja dann auch die Eloquenz auf dem iPhone und das wird wirklich ein Highlight. Mein iPhone spricht dann mit der Eloquenz-Stimme, das finde ich schon super und so wird es dann auch in Zukunft sein. Ist eigentlich schade, dass die Eloquenz-Stimme nicht weiterentwickelt wird. Also mich hätte auch mal interessiert, was wäre, wenn man die Eloquenz weiterentwickeln würde. Wie würde sie dann klingen? Ne? Mit allen möglichen technischen Voraussetzungen, die man heute hat und so. Also das wäre auch mal interessant. Ne? Wie so eine synthetische Stimme von früher, wie die sich weiterentwickelt hätte. Ne?
Ja, aber so hat man sie halt auch noch so, wie sie halt früher klang. Und das ist ja auch nicht schlecht. Und schöne Nostalgie. Gut, wir haben jetzt genug gewartet, denke ich. Irgendwann sollten wir ja mal den Tee trinken, finde ich. Also, so, Gerät wird wieder ans T-Shirt gemacht, damit ihr auch alles genau mitkriegt. Jetzt hole ich erstmal meine Tasse und meinen Löffel. Genau. Da ist meine Tasse, die ich morgens immer auch zum Kaffee trinke, benutze. Und hier ist mein Löffel. Dann werde ich mir erstmal ein paar Süßstoffpillen reinmachen, denn Tee muss schon ein bisschen Süßstoff enthalten. Also Tee ohne Zucker oder ohne Süßstoff trinke ich nur, wenn ich wirklich krank bin. Also, aber ansonsten finde ich es schon schön, wenn da ein bisschen Süßstoff drin ist. Wir machen mal 4 Stück rein, so wie beim Kaffee meistens. Genau, da haben wir die 4 Stück. Der Kater ist auch wieder da. So, dann tun wir die mal hier rein. Löffel ist auch da drin. Super, haben wir doch alles, was wir brauchen. So, jetzt haben wir also Tee, Süßstoff, Tasse, Löffel. Mehr brauchen wir nicht. So, jetzt stelle ich das Gerät aber auch wieder auf den hier rauf, damit ihr auch ein bisschen Atmosphäre habt. Sofern es hier halt Atmosphäre ist. So, jetzt gieße ich mir ein bisschen Tee ein. Das heißt also jetzt in die Tasse direkt. Ja, wir machen jetzt ein bisschen. Die Tasse wird natürlich auch voll jetzt. Hoffe ich zumindest. Schön langsam gießen, damit wir nicht. Ne? Genau. Jetzt wird es heiß. Genau, jetzt haben wir also die Tasse fast voll. Ja, der Vorteil ist also, das löst sich hier auf jeden Fall auf. Der Süßstoff. Tasse wird natürlich irre heiß bei Tee immer. Das ist gut, dass man einen Henkel hat. Ja. Das war gerade mein Kater. Und das Blecki. Ja, man sagt ja auch, Tee beruhigt. Ne? Also wenn man jetzt nicht gerade schwarzen Tee trinkt oder so, dann ist Tee ja auch etwas Beruhigendes. Und das ist vielleicht auch wirklich am Abend. Vielleicht können wir ja auch wirklich so eine Tradition einführen, dass ich einerseits den Morgen-Podcast schon mache, also klar, dass ich den so ein bisschen beibehalte und dass ich abends halt noch so einen Tee-Podcast mache. So, was ihr jetzt zwischenhört, ist jetzt nicht irgendwie, dass irgendwas anfängt zu brennen oder zu zischeln, sondern das ist hier einfach der Becher. Da muss ich einfach mal kurz drauf drücken und dann ist gut. Ja, vor allem wir haben zum Tee ja auch schön durch. Ist gerade im Winter schön. Und man soll ja auch selbst im Sommer, also ich habe mal gehört, dass viele Leute neigen ja dazu, kalte Getränke zu trinken. Ich auch, ja, also ich finde es auch angenehm. Aber für den Körper tut man wirklich was Gutes,
wenn man auch im Sommer mal sein warmes Getränk tut. Bei kalten Getränken braucht der Körper halt einfach zu lange, um das jetzt wieder auf Körpertemperatur zu bringen. Und deswegen schwitzt man dann auch mehr, wenn man kalte Getränke trinkt. Ja, das sind halt so Sachen. Gut, die Erfahrung habe ich jetzt selber nicht so gemacht. Aber angeblich soll es gesünder sein, auch mal im Sommer was Warmes zu trinken. Naja, gut. Machen wir ja jetzt. Ich trinke ja oft was Warmes im Sommer, also gerade Tee und Kaffee. Mir ist es wurscht, ob es 30 Grad ist da draußen. Wenn ich nicht gerade einen Eiskaffee zur Verfügung habe oder eine Eisschokolade, dann trinke ich halt meinen Kaffee auch mal zwischendurch. Und ja. Aber vielleicht können wir da auch damit auch so ein bisschen eine entspanntere Atmosphäre für den Podcast schaffen. So, wenn wir sagen, okay, morgens ist die Kaffeerunde, ne? Also so ein bisschen mit Kaffee und Aufstehen, ne? Und abends ist so der Ausklang dann, sodass ich dann praktisch zwei, natürlich, das mache ich nicht jeden Tag, ne? Also nicht, dass ihr jetzt denkt, es kommen jeden Tag zwei Folgen oder so. Nein, also so möchte ich mich jetzt da auch nicht unter Druck setzen. Aber so hat man doch nochmal eine Möglichkeit zu reflektieren, ne? Also so hat man nicht nur den Morgen, sondern man kann abends nochmal sagen, okay, oder man kann auf die Folge nochmal eingehen, die man morgens gemacht hat, so wie ich das jetzt mit dem Datum gemacht habe, ne? Und halt sagen, okay, das stimmt nicht oder so, und das finde ich eigentlich ganz okay. Und ja, denke mal, das wird so in Zukunft der Fall sein, dass ich halt morgens diese Kaffeerunde mache und abends dann halt eher so mit Tee. Für euch ändert sich ja dadurch nichts, nur dass ihr dann halt abends halt bei den Abendpodcasts halt einen Wasserkocher hört. Ja. Aber so haben wir natürlich auch wieder ein Gesprächsthema mehr. Ne? Man kann ja auch mal über Tee was sagen oder vielleicht gibt es den einen oder anderen, der irgendwelche Sorten vorstellen möchte oder Teesorten. Ne? Das kann man ja auch im Podcast einfließen lassen. Und ich finde es gerade jetzt wirklich sehr entspannt, so mit der Tasse Tee am Abend und wir haben es jetzt 10:30, 22.30 Uhr und es ist wirklich eine schöne Zeit. Das heißt, ich gehe dann irgendwann um 12 Uhr vielleicht schlafen und habe einen schönen Tee getrunken, habe eine Folge hochgeladen und es gibt mir alle einfach so eine gewisse Zufriedenheit. Ne? Also so du hast noch ein bisschen was gemacht und ja, und hast etwas Gutes, also für einen selbst etwas Gutes getan, eben diesen Tee getrunken. Und das ist ja auch wichtig, dass man sich selbst etwas Gutes tut. Ne? Und der Vorteil an Tee ist halt wieder, dass die Folge natürlich immer so eine gewisse Zeit hat, weil der Tee ja noch ziehen muss. Das heißt also, die 5 bis 10 Minuten sind auf jeden Fall drin, ne, die man warten muss. Und da muss man ja den Tee noch langsam austrinken, weil er ja auch heiß ist. Also das ist wieder der Vorteil an dieser Warterei, ne, dass man halt sagt, okay, bei Kaffee geht alles immer ein bisschen schneller. Gut, es gibt auch Genießer, die den Kaffee selber mahlen und per Hand brühen und so eine Geschichten. Das kann man natürlich auch alles machen. Ne? Ich habe auch hier so einen Filter da, wo man das per Hand machen kann. Und ich könnte auch meinen Kaffee selber mahlen. Und mit einer Handmühle haben wir ja auch alles schon im Podcast gehabt. Und bei YouTube. Aber mir jeden Morgen meinen eigenen Kaffee mahlen per Hand? Nee, danke. Und so eine Maschine mit Mahlwerk, die sind ja meistens immer blöd für uns zu bedienen. Und wenn ich dann so eine hätte, die machen immer so einen Lärm. Also das wäre morgens für mich, boah, undenkbar.
Also ein Tee ist schon was Schönes am Abend, ne? Gerade auch in so einer ruhigen Atmosphäre. Jetzt wäre es natürlich schöner, zu zweit hier zu sitzen und ja, romantisch mit der Freundin einen schönen Tee trinken. Ja, aber das kommt alles noch irgendwann, hoffe ich zumindest. Wenn dann meine zukünftige Freundin und ich einen romantischen Podcast bei Tee und, naja, Kerzenschein muss ich nicht haben, bin ich nicht so ein Fan von. Also nicht nur, weil ich es nicht sehe, sondern ich sage immer, ja, alles, was mit Feuer zu tun hat, muss ich nicht unbedingt machen. Also da bin ich irgendwie auch, ja, eine Kerze kann man schnell mal umschmeißen, ne? Das ist einfach so. Und auch wenn es schön aussieht, ein Candlelight-Dinner und so, die ganzen Sachen kennt ihr ja, aber ich muss sagen, oder auch in der Badewanne und mit Kerzen drumherum und sowas, alles schön und gut, aber sowas muss ich nun wirklich nicht haben. Gut, ich habe ja auch keine Badewanne, insofern. Naja, aber da finde ich es für mich schöner, so eine Situation mit Geräuschen und Musik auszudrücken. Und ja, da haben wir als Blinde natürlich auch mehr von, als wenn da irgendwo ein paar Kerzen stehen, die wir nicht sehen. Für uns ist eine Kerze nur heiß und das war's. Gut, es gibt natürlich auch Duftkerzen, die riechen dann und so. Das ist natürlich auch schön, aber ja, muss ich jetzt nicht haben. Ja, morgen ist wieder Corona-Test angesagt. Ja, die Maskenpflicht habe ich euch erzählt, die entfällt ja jetzt so langsam. Mal gucken, wie lange, ob wir im Herbst wieder alle die Masken aufsetzen müssen. Ja, die Tests gehen aber noch weiter. Also ich finde dieses ganze Kleckerweise immer so blöd. Also warum sagt man nicht einfach mal, okay, entweder man zieht das alles noch durch oder man zieht es halt nicht durch. Aber dieses, nur, ja, jetzt lassen wir mal die Maskenpflicht weg, aber getestet wird halt noch. Und ja, also ich finde so klare Ansagen immer besser und ja, aber warum Deutschland da immer so, ja, weiß ich nicht, ich verstehe das immer nicht. Ich meine, wir haben alle die Schnauze voll von den Masken und natürlich ist Corona schlimm gewesen, aber auf der anderen Seite, Corona war halt auch nicht die Pest, ja. Ich meine, was machen die Leute, wenn wirklich mal so eine extreme Epidemie ausbricht? Ja, also sowas wie früher Lepra oder Pest oder gibt es ja so viele Krankheiten. Ich meine, wenn wir sowas mal kriegen würden, was ist dann? Ja, da sind ja die Leute in Scharen gestorben. Ja, und es war richtig schlimm, wenn man das wirklich mal braucht, ja, euch mal Mittelalterberichte über die Pest oder so anzugucken. Das ist Wahnsinn, ja. Und damit haben die aber auch gelebt letztendlich, ne? Und klar gab es auch Methoden, ne, wie das Tal der Aussätzigen oder sowas, ne, das, wo dann die ganzen Leprakranken hingebracht wurden und so eine Geschichte. Ne, aber es, ja, ich denke mir immer so, wenn ich so Sachen wie heute, was wir heute so haben, höre und denke dann immer so, ja, aber was hätten wir wirklich bei richtig schlimmen Krankheiten gemacht? Ne? Wie hätte der, natürlich Corona ist auch schlimm, aber es gibt immer Schlimmeres. Ne? Also es gibt immer eine Steigerung davon und insofern haben wir das doch eigentlich ganz okay gemeistert. Ich meine, der Krieg ist wesentlich schlimmer und ja, ich hoffe auch, dass das mal irgendwann da beendet wird und dass die Leute wieder am Verhandlungstisch zurückkommen. Und ja, es ist schlimm, immer wieder zu hören, dass Leute da draußen sterben und Waffen hingeliefert werden, und ich halte überhaupt nichts von Waffenlieferungen. Auch wenn natürlich die Ukraine sich verteidigen muss, aber auf der anderen Seite, es schürt natürlich auch den Krieg selbst. Ja, also wenn ich eine Partei mit Waffen beliefere, dann ziehe ich das ja auch in die Länge. Und ja, dadurch kann es natürlich passieren, dass wir vielleicht jahrelang diesen Krieg da draußen haben. Und das ist natürlich auch, klar, auf der einen Seite möchte man nicht, dass ein Land unterdrückt wird. Auf der anderen Seite
habe ich halt immer auch so ein Problem damit, ein Land mit Waffen zu versorgen. Klar, Verteidigung irgendwo ja, aber ich bin halt immer mehr für menschliche Hilfe als für Waffen. Also ich finde, man sollte dann schon menschlich etwas tun, also humanitäre Hilfe leisten. Das finde ich immer viel wichtiger als jetzt irgendwie Waffenlieferungen. Damit zieht man das Ganze ja auch letztendlich nur in die Länge und ja, es ist furchtbar. Und ja, eine Lösung gibt es ja für so eine Sachen meistens nicht und ich hoffe nur, dass das alles irgendwann mal ein Ende hat. Ich meine, und wir wissen ja, jeder Krieg hat irgendwann ein Ende. Ja, keiner kann sowas auf Dauer durchhalten, das ist einfach so, ja. Jeder Krieg fängt irgendwann mal an und hört irgendwann mal auf. Ja, ich meine, spätestens wenn alles irgendwo kaputt ist, dann, ja, was will man noch erreichen letztendlich? Und ich hoffe einfach, dass alle Menschen wieder vernünftiger werden und ja, auch mal wirklich wieder verhandeln und ja, dass wir zum Frieden zurückkehren. Und es ist einfach immer wieder schlimm, wenn man hört, dass andere Menschen aus anderen Ländern flüchten müssen und um ihre Sicherheit besorgt sind. Das ist traurig, dass es so etwas auf dieser Welt noch gibt. Also ich meine, der Mensch macht immer angeblich so viel Fortschritte und dann sieht man wieder dieses typische, ja, dass ein Volk das andere unterdrücken möchte und ja, dann mit Waffengewalt und dann auch noch so eine Atommacht wie Russland, wo ich mir einfach sage, ja, warum? Ja, und einfach nur, weil ein Mensch das so möchte, ja, und die Bevölkerung kann ja gar nichts dafür, ja, und klar hat sich in den ganzen Jahren was aufgebaut an Konflikten, das ist ja meistens so, aber dass man dann wirklich zur Waffe greift und sagt, das ist einfach traurig und das ist einfach für den Menschen ein riesen Rückschritt, ja, und so ein Rückschritt ist einfach derbe. Wir haben so lange in Frieden gelebt. Natürlich gab es immer irgendwelche Kriege und immer welche Konflikte. Ne? Klar, auf der Welt gibt es das immer und es ist schlimm genug. Aber dass jetzt nochmal so ein großer Konflikt entsteht, man kann nur hoffen, dass sich das nicht ausbreitet und dass irgendwann alle zur Vernunft kommen. Das, ja. Ja, Mia mischt sich auch ein. So, jetzt habe ich hier noch ein bisschen Tee. Das ist gut, denn ich kann mir jetzt noch eine zweite Tasse machen. Ungefähr zwei Tassen passen in diesen Becher rein. Nochmal vier Süßstoff. Eins, zwei, drei, vier. Wie gesagt, ich hätte auch überhaupt kein Problem mit einer Frau zusammen zu sein, die eine Teetrinkerin ist. Ne? Also auch wenn ich jetzt totaler Kaffeetrinker bin, ich bin kein Mensch, der sagt, meine Frau muss auch Kaffee trinken. Natürlich ist es eine schöne Gemeinsamkeit, aber man kann Kaffee und Tee ja auch kombinieren. Und ja, also das ist überhaupt kein Problem für mich. Also das sind halt so Kleinigkeiten, wo ich immer sage, ja, ne? Es gibt Gemeinsamkeiten, die schon schön wären. Also das Musikalische natürlich wäre schön, ist aber auch nicht unbedingt. Ne? Aber es wäre schön oder halt ist, oder die Technik. Ne? Also eins von den Hobbys sollte man schon teilen, damit man den anderen natürlich auch verstehen kann. Ne? Bringt ja keine Beziehung, wo wenn zwei Leute zusammenkommen, die irgendwie sich zwar lieben, aber einer versteht den anderen natürlich nicht, weil er das nie nachvollziehen kann, was der andere macht. Ne? Also es ist natürlich immer wichtig, irgendwie ja, irgendwie Gemeinsamkeiten zu haben. Ne? Aber naja, wir werden ja sehen, wie sich das so alles entwickelt und wem ich so kennenlernen könnte und ja, ob es vielleicht sogar über den Podcast passiert, wäre natürlich der Hammer.
Ja. Mal schauen. So, jetzt ist aber der Becher ist jetzt alle. Es ist nicht mehr ganz so viel Tee, also ist nicht mehr ganz eine ganze Tasse voll. Macht ja nichts. So, dann trinken wir erst noch ein Tässchen Tee. Einfach entspannt, oder? Minja hat sich auch ausgemauzt. Ja, morgen gibt es Eierkuchen zu essen. Auf Arbeit, da freue ich mich schon sehr drauf. Ich bin ja ein Riesenfan von Eierkuchen. Ich habe übrigens heute auch mal wieder die Folge von Benjamin gehört. Ottos kleine Folge, Ottos neue Freundin Teil 2 habe ich gehört. Und mit Stella, ne, wo Benjamin die ganzen Geschichten erzählt, die seine Abenteuer ihr erzählt. Und da wurden ja alle sämtliche Abenteuer nochmal neu in kurz erzählt. Und auch mit den, ja, nochmal neu sozusagen interpretiert. Und das war ganz cool. Unter anderem ja auch diese Geschichte mit der Schule. Und da kommen ja auch die Eierkuchen vor. Und zusätzlich macht dann die Mutter von Stella auch noch Eierkuchen. Also das Einzige, was ich immer ein bisschen schade finde, was mir bei Kiosk auch immer oft auffällt, ist, gut, man hört schon jemanden mit dem vollen Mund reden, aber das ist mir auch bei Europa aufgefallen. Übrigens, man hört zwar Einschenkgeräusche, aber meistens, wenn die dann einen Teller vor sich haben, oder ne, das wird ja später auch wahrscheinlich reingeschnitten, ich weiß es ja nicht, aber mir fällt immer auf, dass dass immer auf einen leeren Teller rumgesucht wird. Und das finde ich eigentlich ein bisschen schade. Das fällt, finde ich, sehr auf. Also wenn ich ein Hörspiel mache, würde ich natürlich auch gucken, dass irgendwas auf dem Teller drauf ist, sodass man halt hört, aha, der rührt jetzt ja gerade wirklich was. Ne? Und das finde ich halt manchmal bei Europa und auch bei Kiosk immer ein bisschen schade. Oder wenn jemand einen Kaffee trinkt, dann hört man wirklich nur die Tasse so. Dann hört man so ein... Aber man hört halt nicht, dass da was drin ist. Und finde ich einfach auch authentischer. Ja? Also stellt euch mal vor, ich würde einen Podcast machen, jedes Mal von Kaffee reden. Und ihr würdet nie so ein Schlürfen hören. Ich meine, klar, es ist natürlich immer so eine Ansichtssache, aber ich finde gerade bei so einem Hörspiel, wenn dann wirklich mal einer irgendwie oder so, ja, also damit man auch merkt, der trinkt wirklich was, ja. Gut, es gibt Situationen wie bei Jan Tenner mit der Wasserflasche, das war ganz gut gemacht, ne? Also hört man ja auch, dass ne, also das ist wirklich gut gemacht. Oder auch bei Carla Kolunda eine Stelle, ich habe meine Flasche Mineralwasser, und dann hört man auch, dass sie wirklich eine Flasche, dass in der Flasche auch Mineralwasser drin ist, also zumindest ist da eine Flüssigkeit drin. Ich finde halt sowas einfach authentischer, und ich finde es halt blöd, wenn man irgendwie hört, da rührt einer auf so einen Teller rum und da ist eigentlich gar nichts drauf. Das ist mir oft auch bei Bibi Blocksberg aufgefallen, wenn die essen zum Beispiel. Also, ja, also auch wenn dann die Barbara ihre Knödel da macht oder ihr Essen da und so, dann immer lecker essen, und dann hört man immer diesen leeren Teller. Ja, das finde ich immer ein bisschen schade. Ja, und ja, es kommt halt einfach noch mehr Appetit rüber, wenn wirklich denn so Fleisch zerschnitten werden würde oder so. Ne? Das ist einfach auch echter, finde ich. Aber gut, das ist auch eine Ansichtssache.
Klar können die da nicht mit echten Essen hantieren, das sehe ich ja irgendwo auch ein. So, jetzt hätten wir den Tee ausgetrunken. Ja, war mal wieder eine schöne Sache, so ein Früchtetee, wirklich entspannt und ja, ist ja auch für Podcast von Sven Heidenreich mal wirklich schön, einen Abendtee-Podcast zu machen und ja. Ja, wenn ihr ein bisschen was über Tee oder über Tee kochen oder so wissen wollt, könnt ihr ja auch den Beitrag von Franzi nochmal hören, die beiden Beiträge Tee kochen und Tee trinken zu finden in den Podcast-Apps eurer Wahl bei Podcast von Sven Heidenreich. Auch sehr schöne Beiträge gewesen damals. Und ja, und wenn ihr was über Kaffee wissen wollt, hat Maria auch über Tassimo und Senseo und so was gemacht. Also es gibt genug Beiträge, um über die ganzen Getränke könnt ihr was hören. Ja, ansonsten ja. Ansonsten ja, das Übliche halt. So, jetzt will ich die Teebeutel ausdrücken, aber die Teebeutel sind natürlich so heiß. Ja, wie behelfe ich mich da? Ganz einfach. Ich halte sie ein bisschen unter Kaltwasser. So. So, jetzt geht es. So. Den ausdrücken, damit sie nicht so. Genau. Und jetzt kann man sie entsorgen. Ja, dann sind die nicht so vollgesaugt. Ne? Muss man natürlich alles über den. Weil das Waschbecken machen, ist logisch. Ne? Aber so haben wir das jetzt erledigt. Und ihr habt nochmal eine schöne Folge. Ja, in der Keyboard-Welt ist es momentan ein bisschen ruhig geworden, aber das finde ich auch gar nicht so schlimm. Klar, es ist natürlich blöd, wenn man eine Frage stellt und momentan kriegt man natürlich nicht wirklich eine Antwort, weil es zu ruhig ist. Aber auf der anderen Seite hat jeder natürlich auch was zu tun und ich finde es schön, dass in so einer Gruppe halt kein Druck ist. Ja, also es gibt ja, wie gesagt, Gruppen, da wird man schon dumm angemacht, wenn man eine Nachricht zu wenig geschickt hat. Und insofern finde ich das auch ganz gut, wenn man auch mal ein paar Tage oder ja, wenn man halt nicht gezwungen ist, irgendwie eine Nachricht dazu hinterlassen. Ja. Ein Nachteil hat das Ganze natürlich, wenn jetzt natürlich eine Gruppe zu ruhig ist, dann kann es natürlich auch passieren, dass man selber nicht mehr so viele Nachrichten da reinstellt. Ja, und dann schweigt die Gruppe natürlich ganz. Ja, das ist natürlich auch so ein Ding. Das ist ja wie eine Kettenreaktion, ne? Also meistens, ne? Also wenn, ja, aber so denke ich mal, ist das natürlich auch okay und ja, wie gesagt, wir sind alle Menschen, wir haben alle auch noch was anderes zu tun, als in irgendwelchen WhatsApp-Gruppen zu sein und ständig irgendwelche Nachrichten zu verschicken, ja, also ich meine, man hat ja noch ein Leben, eigentlich, und das finde ich auch ganz gut. Was ich jetzt noch machen könnte, ist, ich könnte mir meine Stulle noch für morgen machen. Mache ich jetzt auch. Mein Kater ist gerade auf Klo, glaube ich. Nee, der ist gerade hier.
Ja, wir haben hier natürlich meine Brotdose. Machen wir jetzt die Stulle für morgen gleich. Weil dann habe ich es hinter mir und dann brauche ich morgen aufstehen und ja, genau. Das Übliche halt, ne? So. Ja, ich habe hier noch ja, super. Das Brot hier können wir vergessen. Das hat sich gerade erledigt. Na gut, dann esse ich das jetzt. Muss ich halt doch noch mal Stullen rauslegen, weil das Brot hat sich hier gerade in zwei Hälften geteilt. Das war so eine Vollkornscheibe. Und irgendwie ist die zerfallen. Naja, gut. Da muss ich halt noch mal Brot rausnehmen für morgen. Ist ja alles nicht so schlimm. Ja, kann auch passieren, sowas. Das reicht natürlich jetzt nicht. Also, na gut, dann halt noch mal Brot rausnehmen. Ah, also nimm sicherheitshalber noch mal eine Wurst raus. Kann nie wissen. Und noch mal ein Brot. Genau hier. Genau, das verfallene Brot. So. Werde ich gleich essen. Dann mache ich mir eine Scheibe Wurst drauf, eine Scheibe Käse, dann ist gut. So, was haben wir hier noch bei der Wurst? Ja, zwei Scheiben reichen ja. Zwei Scheiben Wurst. Eine Scheibe Käse. Ja, so kommt man zum Abendbrot, ne? Das ist natürlich auch, hat natürlich auch was, ne? Klar. So. Aber habe ich doch für morgen noch ein bisschen vorgesorgt. Ich hoffe, dass es bis morgen aufgetaut ist. So, ist dieses kleine Fitzelbrot hier. So, egal, alles wird gut. So, jetzt haben wir noch ein kleines Stillchen für den Abend. Hm. Genau. Und schon, ja. Na ja gut. Ich kann ja mal meine Brotdose was einweichen lassen. Deckel auf. So. Hm. Ja, die Brotscheibe ist genau in zwei Hälften geteilt, aber das war halt eine etwas kleinere Scheibe. Und das wäre mir jetzt also für morgen ein bisschen wenig gewesen. So für auf den Abend ist es okay, aber für morgens muss ich sagen, möchte ich doch lieber ein bisschen mehr essen morgens. Das ist mir schon wichtig. Ja, aber so hat man halt dann auch sein Abendbrot. Mal Wurst rausgelegt, falls die Wurst nicht reicht, die ich da jetzt draußen habe. Ja, wir haben es 11.
Essen wir halt noch eine Stunde. Ist aber auch wieder breit gefächert. Also wenn ich mir überlege, wir haben angefangen mit Tee, dann haben wir über den Krieg ein bisschen geredet, dann über, wie ich mir das vorstelle, mit einer Freundin. Also wir rutschen von einem Thema ins andere. Das ist doch herrlich bei Podcasts von Sven Heinrich. Genauso muss es sein. Ist ja auch in richtigen Gesprächen genauso, ne? Man redet ja auch über viele Dinge und daher. Ja, an der Antennafront tut sich momentan noch gar nichts. Also momentan bewirbt ja Russell & Brandon immer dieses, Phantom. Als Magazin. Mal gucken, ob es das auch als Hörspiel irgendwann gibt. Ja. Das wäre ich. Auch vielleicht die Brotdose ausgespült. Finde ich gar nicht mal so schlecht. So. Ja. Genau. Haben wir das auch erledigt. So, den Teller, den können wir jetzt schon wieder wegtun. Haben wir auch mehr Platz. So, jetzt haben wir nur noch die Tasse, die Brotdose und die Schüssel und den Becher. So, ist alles jetzt ein bisschen, genau. Ja, jetzt haben wir das erledigt. Ich werde nochmal aufs Klo gehen und dann gut, alles soweit zu, ja. Und dann werde ich die Folge hochladen und dann haben wir wirklich nochmal eine schöne abwechslungsreich, so gut wie es halt geht, ein Völkchen halt über Tee, Kaffee, alles Mögliche. So,
Ja, ansonsten muss ich sagen, geht es mir gut. Also ich bin heute sehr entspannt jetzt, gerade auch das, der Abend hat mir echt gut getan. Ich hoffe, dass es auch was Schlafen angeht. Ich habe ja nun gestern sehr schlecht geschlafen, von gestern zu heute, und hoffe, dass das jetzt mit so einem Ritual, also wenn man halt wirklich abends noch seinen Tee trinkt, und dass das vielleicht ein bisschen besser wird, dann ich etwas besser schlafen kann und vielleicht auch intensiver träumen kann. Ja, würde ich mir einfach wünschen. Weil man ist ja auch wesentlich ausgeglichener, wenn man gut geschlafen hat. Das ist ja so, ne? Naja, gut. Jetzt werde ich halt in Ruhe mich wieder ausziehen, und dann setze ich mich noch ans iPhone sozusagen und ziehe die Folge rüber, sodass ihr noch eine Folge habt, für die ihr dann morgen oder was ich wann hören könnt. Ja, Gerät stelle ich jetzt erstmal, oder ja, kann ich auch mal hier hinlegen, so. Weil beim Ausziehen, ja. So, dann ziehe ich mich jetzt aus und dann wird die Folge hochgeladen, und dann, ja, dann begebe auch ich mich langsam zur Ruhe und werde gucken, dass ich ein bisschen Schlaf noch kriege, bis, ja, sage ich jetzt mal, bis mich mein Wecker weckt. Schauen wir mal, wann ich diesmal aufstehe. Ich weiß es ehrlich gesagt noch gar nicht. Naja, lassen wir uns einfach überraschen. Ich meine, wir haben ja, wie gesagt, Zeit. So. Apple Watch und iPhone müssen ja dann auch wieder aufgeladen werden. Also insofern ist das alles, ja, machbar. Genau, weil jetzt wird erstmal die Folge in Ruhe hochgeladen. So, ich befinde mich jetzt wieder im Schlafzimmer. Handy und Telefon habe ich bei mir. Und Mieze geht auch schon. Weiß ich nicht, was Mieze macht. Mal schauen. Mieze ist auf dem Stuhl gerade, aber das soll uns ja nicht davon abhalten. So, Telefon auf dem Tisch, Handy auf dem Tisch, Gerät auf dem Tisch. So. Ja, jetzt wieder die ganzen Komponenten rausholen, die ich dafür brauche. Das wäre unter anderem das Stromkabel, also Netzteil plus Stromkabel, und mein Kameraadapter. Genau, also das Übliche, die beiden Kabeldinger. Jetzt kabeln sich hier die beiden Katzen. Super. Na. Decker, nicht auf, also das muss ich mir jetzt nicht hier geben. Wenn ihr hier kabbeln wollt, geht auf den Boden oder was. So, jetzt haben wir hier das Teil. Naja, Mieze, alles gut. So, dann haben wir jetzt hier. Schließen wir das iPhone mal an. Naja, gut. Strom sollte man auch noch geben. 39% geladen. Genau. 39% geladen. Das heißt, mein Telefon, mein Festnetz kann ich auch noch reinstellen. Genau, das stelle ich auch gleich hier rein. Dann kann es auch gleich wieder laden. Bam, so. Ja, das war Podcast von Sven Heidenreich. Folge 460, aufgenommen mit dem Olympus DM 720 am 14.06. Jetzt sagen wir es richtig, wir haben Juni, Juno, Junö, Juna, Junoi, wie auch immer. Ja.
Und wir hören uns in der Folge 461 wieder. Oder vielleicht mal wieder einen Audiobeitrag von jemand anders. Oder ja, schauen wir mal, dann sehen wir schon, sagte der Blinde und rannte gegen einen Baum. Ja, ich darf das sagen, ich bin selber blind. Insofern eine schöne Zeit und bleibt gesund. Macht etwas draus aus dem Tag morgen. Also ich melde mich ja morgen früh, denke ich mal sowieso, aber ich will nichts versprechen. Ich weiß ja nicht, wann ich aufstehe. Aber auf jeden Fall euch eine schöne Zeit und wir hören uns in der Folge 461 wieder. Bis dann. Ciao, ciao.